So, mit wem sollen wir hier reden? Der leuchtende Pfad. Bernd verwies uns an eine Frau namens Ogne. Warte mal. Ogne. Nordkant, Iota-Sakolyt. Partisane, ja, da ist Ogne. Das unaufhörliche Lächeln und der direkte aufdringliche Blick dieser Frau geben dir den starken Eindruck, als wollte sie dir etwas verkaufen. Das Licht des Eotas möge über dich leuchten. Bernd sagte, du könntest uns von den Partisanen des erleuchtenden Pfades erzählen. Dein Freund hat wahr gesprochen. Gedarion Bosch hat mir die ehrenvolle Pflicht auferlegt, dabei zu helfen, seine Botschaft an alle Gläubigen zu überbringen. Wir answer the shining God's call. He shows us the way and we march in his wake. Wir folgen dem Ruf des strahlenden Gottes. Er weist uns den Weg und wir folgen ihm. Die Vorhut bereitet sich bereits auf ihre Reise vor und alle vor und andere werden bald folgen. Wie wollt ihr zu Eotas gelangen? Wollt ihr in ein Boot verfolgen? Eure Reise klingt gefährlich. Wer bildet die Vorhut? Gedarion Bosch führt die Vorhut an. Sie sind die rechtschaffensten der Partisanen. Sie werden die Ersten sein, die sich den Rängen von Eotas anschließen. Die Ersten, die zu seinem Ruf in die Schlacht ziehen. Eda lehnt sich zu dir. Bernd hat etwas über die Vorhut gesagt. Du glaubst nicht, dass er so dumm ist, oder? Agnes Augen regen sich kurz auf Edda, dann wieder auf dich. Sie sagt nichts, lächelt nur erneut. Ja, wie wollt ihr zu Eotas gelangen? Wollt ihr ihn in ein Boot verfolgen? Ja, so ist es. Wir werden ihm entlang der erleuchteten Pfade folgen. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er unsere Seelen in seiner Legion willkommen heißen. Gedarion Bosch hat es gesehen. Also nur eure Seelen, nicht eure Körper? Eure Reise klingt gefährlich. Der strahlende Gott fordert absolute Hingabe von jedem, die ihm folgen. What good is a soldier who is not willing to make the ultimate sacrifice for her cause? Was ist eine Soldatin schon wert, die nicht bereit ist, das ultimative Opfer für ihre Sache zu bringen? To walk the lighted path, one must be willing to never turn back. Wer die erleuchteten Pfade gehen will, muss bereit sein, niemals zurückzublicken. It's tough to walk very far without a soul. The Hollowborn, huh? Usually you'd have to stack him in a wheelbarrow and push him around. Schwierig, ohne Seele weit zu gehen. Die Hohlgeborenen musste man normalerweise in eine Schubkarre stecken und herumschieben. Na, sehr toll. Ja, hast du eine Liste der Leute in der Vorhut? Wir wollen nachschauen, ob unser Freund dabei ist. The Vanguard know their own, and Gedarion Bosch knows them. Beyond that, we keep such information private. Die Leute in der Vorhut kennen einander und Gedarion Bosch kennt sie ebenfalls. Davon abgesehen behandeln wir solche Informationen vertraulich. Edda wendet den Kopf zur Seite, um seine Verärgerung zu verbergen. Doch dann ändert sich plötzlich sein Gesichtsausdruck und in seinen Augen steht Hoffnung. Er blickt zur Ogne zurück. Wenn sie ihre eigenen kennen, was denkst du, was sie zu ein paar neuen Mitgliedern sagen würden? Können wir auch in der Vanguard sein? Das hätte ich auch dann vorschlagen können. Wenn die Leute von der Vorhut einander kennen, was würden sie wohl zu ein paar neuen Mitgliedern sagen? Was glaubst du, können wir uns der Vorhut vielleicht anschließen? Ich bin sorry, du kannst nicht. Die Vanguard ist reserviert für die meist faithful von uns. You have not even joined the partisans. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Die Vorhut ist nur den Gläubigern unter uns vorbehalten. Du bist nicht einmal den Partisanen beigetreten. Ja, ich bin den erleuchteten Pfad den ganzen Weg von seinem Ursprung in Dürrwald als große Pilgerreise gefolgt.
Dass ich erst jetzt von den Partisanen erfahre, ist nur Zufall, kein Maß meines Glaubens. Eotas zieht niemanden vor, wie wohl Dicker es tut. Er würde alle willkommen heißen, die sich ihm anschließen wollen. Es muss doch etwas geben, was wir tun können, um deine Meinung zu ändern. Nehmen wir mal die Eins. Vielleicht hast du doch das Leuchten von jemandem, der den Ansturm führen kann. Even if I were to initiate you right now into our order, it would be too late to join the Vanguard. Auch wenn ich dich jetzt sofort in unseren Orden aufnehmen würde, wäre es leider trotzdem zu spät, dich der Vorhut anzuschließen. Their ship is docked right now in Nekataka and set to depart at any moment. Ihr Schiff liegt bereits in Nekataka und könnte in jedem Moment abfahren. Ihr das schaut dich mit großen Augen an. If he left right after we did, we gotta go. Denkst du, er könnte auf dem Schiff sein, wenn er gleich nach uns ging? Wir müssen los. Sie werden dich nicht mitnehmen, aber es werden weitere Schiffe folgen. Stay and learn about the partisans of the lighted path, and I'll see that there is room for you. Bleib und lerne die Partisanen der leuchtenden Pfade kennen. Ich werde dafür sorgen, dass es Platz für dich gibt. That's a real nice offer. We'll think about it and get back to you. Das ist ein nettes Angebot. Wir werden uns gut überlegen und dir dann Bescheid sagen. Ja. Ogne nickt, ihr Gesichtsausdruck ist derselbe wie bei deiner Ankunft. Gehen wir Partisanen aufmischen. Yay. Das heißt, wir müssen eh zum Anlegeplatz. Takehu, would you mind terribly if I touched your hair? Of course not. Only touch gently, and they will return the favor. Huh. That's what Angwar said when we were necking in the Murkberries. Okay. Takehu, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dein Haar berühren würde, fragt Svotir. Natürlich, du kannst gerne anfassen, solange du sanft bist. Das hat Engwirf auch gesagt, als wir in den Düsterbären geschmust haben. Okay. Zu viel Input. Ich glaube, über die Treppe komme ich nach oben. Incense. Offerings for the temple. Und von hier aus kommen wir auch schnell zum Hafen, oder? Wir müssen ja jetzt zum Hafen. Bernd sagt, er wolle in der Vorhut. Beim Gespräch mit Ogne wurde klar, dass die Partisanen des erleuchteten Pfades sich hier und da dadurch anschließen wollen, dass sie in unmittelbarer Nähe zu ihm sterben. Bernd sagt, er wolle in der Vorhut sein, der ersten Welle, die sich Iotas anschließen soll. Ihr Schiff liegt in Nekataka vor Anker. Wir müssen es erreichen, bevor es ablegt. Ja. Kriegen wir irgendwie hin? Dumm die Dumm. Wenn, dann wird es vom Ankerplatz der Königin aus ablegen, weil ich glaube nicht, dass die Verrückten oder die paranoiden Rautaner ein fremdes Schiff an ihren Docks dulden in der Messingzitadelle. Also die. Ja, doch, die Rautaner. Amauner sind ja beides. Insel- und Meeresamauner. Küstenamauner. Inselamauner sind in dem Fall die Hasanui. Und die Rautai sind die Küstenamauner. Ja, und neben unseren zwei, drei eher neutralen mit Gruppenmitgliedern, also Etta, Alof und Xoti, haben wir ja für jede Fraktion
ein Mitglied dabei. Für die Principi haben wir Seraphin, für die Hasanui haben wir... Sind doch die Hasanui, oder? Ne, die Huana. Für die Huana haben wir Tekeo dabei. Für die Raotai haben wir Maya dabei. We missed it. Ada sagt zusammen, verpasst. Sie werden das Ding direkt neben Iotas anhalten und sich die Kehle aufschlitzen. Hätten sie das doch getan, bevor sie Bären in diese Sache reingezogen hatten. If we can't catch it, wenn wir es nicht schaffen. You promise me we'll go right now. Kannst du mir versprechen, dass wir sofort aufbrechen? Ja, wir gehen gleich los. Ich wusste, dass ich etwas an dir mag. Okay. Gelange zum Vorhutschiff, verfolge das Schiff, ja. Kann ich hier irgendwie an Bord von meinem Schiff? Ja, hier kann ich an Bord von meinem Schiff. Wir haben ja zum Glück schnelle Segel. Gut, dann entern wir jetzt erst einmal ein Schiff voller Fanatiker. Das müsste das hier sein, ja. Na, so leicht lassen wir dich nicht hinkommen. Wir sind sogar etwas schneller als du. Und wir haben sie erwischt. Tja, bin ich gut. Ein Geschenk von Eotas. Oh Gott, die sind ja... Okay, die sind angepisst. Da oben ist Palegina. Die dürfte das eigentlich ganz gut hinkriegen. So wie Seraphin da und Maya dort. Wer steht da eigentlich? Ach, Edwin. Wer ist Edwin nochmal? Achso, glaube ich, eine von den Zusatzcharakteren. This thing isn't doing the job. Du buff mal. Du heilst mal. Du machst den hier. Hallo, Feuerball sie mal. This thing isn't doing the job. Sorry, friend. Can't. That's it. Oh ja, stimmt. Die Verfolgungskamera, die wollte ich eigentlich ausstellen. Stand together. Sag bloß, Palegina hat da oben verloren. Nö, sie ist dort. So, warum sind wir im Kampf noch? Ach, da ist noch eine Partisane. Das war jetzt aber die letzte. Jo. Edwin steht wieder auf. Plattenpanzer und Wasser und Flegel. Alles Zeug, was wir verkaufen können und zu Geld machen.
gute Keule. Und Peridot? Okay. Indeed. Gute Robe, ein gutes Zepter. Nebenbei, da war ja noch immer was. Wir haben schon ein bisschen was an Rüstung. Was war das für ein Ring nochmal? Mehr Wirkungsbereich, das ist immer gut.